Servus, hallo und willkommen zurück zu The Witcher Part 10. Im letzten Part haben wir mit dem Geistlichen gesprochen und er hat uns einen Auftrag gegeben. Auch gleich einen Ring mit. Ich habe mich ja ein bisschen gefragt, wie ich in die Gruft komme und so. Ich habe mich ein bisschen eingelesen und jetzt ergibt wieder alles mehr Sinn als vorher. Wir müssen zur Kaufmannsbrücke. Da steht nämlich einer dieser Jungs rum. Ich könnte auch einfach mal die Quests aktivieren. Ist es das? Bin mir gerade nicht sicher. Spur der Salamandra. Genau, wir müssen mit Haren, Odo und Mikul sprechen. Mikul ist der erste, den ich ganz gern finden möchte. Warum wird mir da jetzt ein Lagerfeuer angezeigt? Habe ich das vorher markiert? Ich weiß es nicht. Aber Mikul müsste hier irgendwo sein. Er ist irgendwo... Ist er das vielleicht schon? Bin mir nicht sicher. Zumindest steht da Reisender. Was wir noch machen müssen, ist uns... Was ist das? Karte. Ja, klar. Schon verstanden. Oder wird hier irgendwo Mikul angezeigt? Nee, Blödsinn. Doch, tatsächlich. Da steht er doch. Mikul. Ist ja cool. Dann bin ich hier vollkommen falsch. Kaufmannsbrücke. Genau, da müssen wir hin. Was wollte ich noch machen? Wir können auch später noch meditieren, weil wir eine Stufe aufgestiegen sind. Das merken wir uns einfach mal. Ich wollte den Ring ausrüsten. Und zwar den hier. Siegelring des ewigen Feuers. So, ich hoffe, das passt. Den Bernsteinring tun wir mal wieder weg. Und das Inventar stört mich soweit nicht. Durchregnen bis morgen früh. Ja, wird es auf jeden Fall. Also es ist so ein bisschen immer verzwickt, wenn ich das richtig gelesen habe. Wow, das ist eine ganz schöne Menge. Wollen wir mal alle totklopfen, würde ich sagen. Aber wechseln wir den Kampfstil in Greifen. Wenn wir schon drei um uns rumstehen haben. Aua, 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 aua. Geht weg! Ah, geht doch. Das wird aber später sehr interessant, weil wir in der Gruft auf stärkere Gegner treffen. Da müssen wir auch Tränke einnehmen und so. Da wird es dann richtig, richtig wichtig. Habe ich wieder mal gereimt. Ich will da nicht runter. So. Lässt denn keiner irgendwas Wichtiges fallen? Echt jetzt? Ah, geht doch. Naja. So viel zum Thema wichtig. Ein paar Zutaten. Was ich mit der Gruft noch sagen wollte, ist, dass man das mit der Hauptquest verbinden muss. Scheint wohl allgemein öfter so zu sein. Dass, wenn man irgendwo nicht weiterkommt... Gerade bei so einer sekundären Quest, da muss man erstmal eine primäre Quest erledigen. Und das ist jetzt eben das beste Beispiel dafür. Renne ich denn... Kann ich da nicht irgendwie... Boah, könnte ich doch auch, oder? Anstatt hier außen rum zu rennen, das ist wieder völliger Quatsch. Bin ich doch instinktiv richtig gelaufen. Oder? Oder wie weit geht... Ach, ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Also hier geht's noch nicht nach rechts. Ich schaue mich mal kurz da um. Ob ich da irgendwie runterkomme. Also, ich möchte genau dahin. So. Kann ich da runterfallen? Nee, das klappt nicht. Kann ich hier runter? Ja, hier ist eine Treppe. Dann funktioniert das auch. Wir sind in der Mühle unterwegs. Naja, wie eine Mühle sieht mir das nicht aus. Das Müllertor. Nee, ich weiß nicht. Müllertor will ich gerade nicht. Ich muss zur Kaufmannsbrücke. Ich habe den anderen Typ ja versucht, den Odo, meine ich jetzt, unter den Tisch zu saufen. Das hat nicht funktioniert. Ich habe auch da gelesen, dass es eben unbedingt der Ring sein muss. Sonst klappt das nicht. Was bist du denn für einer? Ein Nadir. Wow, wow, wow. Nehmen wir mal einen anderen Kampfstil. Die scheinen recht träge zu sein. Ach, komm schon. Ich werde gleich die Schwalbe einsetzen müssen. Komm, 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 komm. Ja, okay. Nein! Ich hätte wegrennen sollen. Laden.
Okay, so sieht also der Game-Over-Screen aus. Relativ unspektakulär, man fällt einfach tot um und darf den Spielstand neu laden. Das ist ja doof. Ach, was soll's. Wie gut, dass wir noch nicht so weit gekommen sind. Falsche Richtung. Ich hätte wohl die Schwalbe vorher einnehmen sollen. Wir haben ja noch 5 Tränke. Was soll der Geiz? Oder ich hätte da einfach wegrennen sollen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Was ist denn da hinten eigentlich? Das ist so klein. Ein Fernglas wäre auch mal eine richtig geile Erfindung. Was? Nee, mit euch will ich nicht reden. Zumindest jetzt noch nicht. Ich hätte auch ein bisschen Magie einsetzen können, fällt mir gerade auf. Gerade dieses, wie heißt's denn? Ich kann es mir nicht merken. Art. Das Artzeichen. Das sind auch Namen hier, Mann. Ich hätte es jetzt einfach Windstoß genannt. Oh, soll ich es gleich nehmen? Wisst ihr was? Spricht nichts dagegen. Nimm's mal ein. Komm. Die Typen werden hier irgendwo noch rumlungern. Das ist ein Ertrunkener. Ich möchte nicht gleich alle pullen. Hallo? Wo seid ihr denn? Juhu! Na super. Jetzt, wo ich den Trank einnehme, kommt keiner. Wow, 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 okay, okay. Ganz cool. Ich bringe mich mal kurz ein bisschen in Sicherheit. Schneller Kampfstil. Ist nur einer. Diesmal bin ich ja darauf vorbereitet, dass es ernst wird. Und dann geht das eigentlich auch. Das ist nur ein Ertrunkener. Die sind ja nicht so stark. So, dann geht's mit dir weiter. Bam! Der hat gesessen. Wow. Wie er da immer nachrennt, oder? Läuft da gemächlich 2 Schritte vorwärts. Dann geht's weiter. Und auch die Ausdauer könnte sich ein bisschen schneller regenerieren, wenn es nach mir geht. Wow, wow, wow. Ich dachte, er ist jetzt tot. Habe ich mich zu früh gefreut. Ein bisschen weiter zurück. Komm, 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 komm. Auch hier gibt es irgendwo eine Quest an irgendeinem Brett. Ich meine, das wäre beim Gasthaus. Oder zumindest irgendwo in der Nähe. Da kann man dann die Quest annehmen, dass man Ertrunkene kloppen soll. Sind wir hier irgendwo in der Nähe? Kann ich da zumindest mal rüber warten? Also es ist die Brücke. Wehe, ich kann da jetzt nicht drüber latschen. Dann... Nein! Nein! Da ist eine unsichtbare Wand. Ich komme da ernsthaft jetzt nicht rüber. Aber da muss ich hoch. Es muss doch irgendwie gehen. Ich werde da ganz sicher nicht komplett außen rumlatschen. Das könnt ihr vergessen. Auch hier ist eine unsichtbare Wand. Ihr verarscht mich. Kann ich da vielleicht irgendwie... Ich will da nicht außen rumlatschen. Das mache ich auch nicht. Ich gehe da mal durch das Tor. Dann komme ich zumindest in die Mauer rein. Vielleicht kann ich da ein bisschen rumlatschen. Ich hoffe, das klappt. Abgeschlossen. Okay. Wisst ihr was? Ich schleife euch den Weg nicht mit, sondern schneide das an dieser Stelle einfach. Wir sehen uns dann hier. Ich laufe diesen ganzen Weg hier jetzt entlang. Und wir sehen uns dann bei... Wie heißt er nochmal? Mikul, richtig? Genau. Wir sehen uns bei Mikul. Bis gleich. So, Freunde, wir sind an der Brücke angelangt. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich bin hier rumgelatscht. Das hat auch funktioniert. Wenigstens das wurde mir erspart.
und habe auch die Ansicht ein bisschen gewechselt. Ich denke, das stört ja nicht. Ich denke, das müsste Mikul sein, so ist es auch. Und mit dem müssen wir jetzt reden und ihm den Ring zeigen. Halt! Was? Na, was schon? Ich will in die Stadt. Es gibt eine... Wie heißt es noch? Quadrantine. Dauert sie noch lang, diese Quarantäne. So was weiß der Kommandeur, ich nicht. Und der Kommandeur ist wohl drin. Gilt diese Quarantäne denn für alle? Keine Ahnung. Habt ihr schon einmal jemanden hereingelassen? Leute mit Pässen. Die darf ich reinlassen. Verstehe. Reden wir. Weiß der Geistliche, dass ihr hier seid? Ich schlag dich zu Brei. Ich meine natürlich. Natürlich. Ich glaube euch nicht. Hat er euch was mitgegeben? Genau, und jetzt müssen wir ihm den Ring zeigen. Küss die Hand! Weiß der Geistliche, dass ihr hier seid? Natürlich. Ich glaube euch nicht. Hat er euch was mitgegeben? Ich hab den Ring doch ausgewählt. Moment. Bam. Mhm, okay. So, da ist er doch. Ach, jetzt, okay. Ah, ich bin vorhin gestorben. So war das. Genau deswegen hat's das nicht übernommen. Entschuldigung, mein Fehler. Nicht mitgedacht. Weiß der Geistliche... Ja, komm, laber nicht so viel. Ich glaube. Diesmal klappt's aber. Jetzt küsst die Hand! Ich bin müde. Der Geistliche sagte, betet das Feuerzeichen an. Offenbar hat er euch geschickt. Der Geistliche meinte, ich könnte euch zu Diensten sein. Wo könnte ich einen Pass bekommen? Gibt es Probleme hier? Ich fand diese seltsamen Würfel. Zwergenhandwerk, lebt wohl. Ich möchte ehrlich wissen, wie ich ihm helfen kann. Der Geistliche meinte, ich könnte euch zu Diensten sein. Ich soll diese toten Leute loswerden. Tote Leute? Jawohl. Der Kommandeur hat mich zur Gruft unten an der Straße beordert. Ich habe doch noch nie gekämpft. Viel zu viel Angst. Tote, sagt ihr. Bitte, Herr. Ich bin ein Hexer. Ich befreie euch von den Unholden. Aber ihr müsst 200 Urens zahlen und dem Geistlichen sagen, dass ich euch geholfen habe. Lasst mich darüber nachdenken. Nee, wir wollen schon. Ich bin ein Hexer. Ich befreie euch von den Unholden. Aber ihr müsst 200 Urens zahlen und dem Geistlichen sagen, dass ich euch geholfen habe. Gewiss, Herr. Ich erzähle ihm alles, was ich weiß. Das ist nicht viel. Aber viel Gold besitze ich auch nicht. Na egal, solange die Toten erschlagen werden. Bis später. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Ist das nicht wert? Ja, wir haben den Schlüssel jetzt erhalten. Das ist das, was ich gemeint habe. Und wir wählen auch mal die Quest aus, würde ich sagen. So, war das hier? Nein. Begrabene Erinnerungen, genau. So heißt die Quest. Jetzt können wir zur Gruft. Mal kurz gucken, geradeaus. Ja, wir folgen einfach mal den langen Weg hier, den breiten Weg. Der Hauptstraße sozusagen. Aber normalerweise sollte es hier keine Vorkommnisse geben. Ich glaube nicht, dass wir hier auf viele der untoten Wölfe stoßen werden. Auf die Bargens, Bergas oder wie auch immer sie heißen. Ihr wisst ja, ich und Namen, das ist einfach, das passt auf keine Kuhhaut. Ich denke, untote Wölfe trifft es eigentlich ganz gut.
Was ich auch sagen muss, ich finde das ganz cool, wie authentisch die Leute eigentlich sind. Das heißt, dass sie eben so doof sind. Das war ja damals echt so, oh, gegen einen dürfen wir tatsächlich kämpfen. Nein, zwei! Oh mein Gott, richtig Action hier. Es werden immer mehr. So, Barguest. Hammer's doch. Ich würde ganz gern wieder in die Perspektive zurück. Ich glaube, jetzt wird es ziemlich eng. Ort der Macht. Mhm, ja, haben wir ja schon gesehen. Was auch immer das gebracht hat. Es scheint, als sei die Frau am Inhalt dieser Flasche gestorben. Die Ghule sind wegen ihrer Leiche hier. Tipp. In dunklen Bereichen wie Höhlen und Gewölben solltet ihr den Trank Katze zu euch nehmen oder eine Fackel anzünden, um die Sicht zu verbessern. Da hinten steht schon mal so ein Ghul. Mädchenleichnam. Die Leiche des jungen Mädchens muss die Ghule angelockt haben. Es scheint, als ob... Ja, ich komme ja gleich. Es scheint, als ob der Inhalt der kleinen Flasche neben ihr die Todesursache war. Oh mein Gott. Wir brauchen einen starken Kampfstil auf jeden Fall. Und den Trank werde ich mir auf jeden Fall später einschmeißen. Noch brauche ich ihn nicht. Eigentlich hätte der Schlag den jetzt enthaupten sollen. Oh, ist das dunkel. Ich sehe hier nichts. Und das... Oh, ein Ghoul, wieder ein Ghoul. Sehr unfeine Treppchenbildung. Komplett alles schwarz. Oh mein Gott. Ist das ein Grafikbug? Zumindest das Blut sieht man noch. Noch jemand? Also zieht euch das mal rein. Nicht gut. Gar nicht gut. Das Video ist so schon dunkel genug. Ich glaube, das wird ein sehr lustiger Part. So, wir sind jetzt endgültig in der Gruft. Ich spüre Gefahr. Hinter uns. Folgt einfach meiner Stimme. Wenn ihr jetzt auf YouTube nichts seht, ich kämpfe gerade gegen einen Ghoul. Ah, so. Jetzt würde ich ganz gern wissen, was macht dieser Ort der Macht? Vielleicht lädt es auch irgendwie unser Zeug auf. Könnte sein. Hier auf jeden Fall lernen wir wohl etwas Neues. Wow! Oh oh. Gleich drei auf einmal. Wir haben keine Schwalbe mehr. Den Trank müssen wir einnehmen. Ach, komm schon. Boah, die halten ganz schön viel aus. Und setzen wir mal Magie ein. Okay, der ist futsch. Bleiben nur noch zwei. Na komm, gleich nochmal. Schadet nicht. So, und gegen den starken Kampfstil. Dass das ordentlich was abzieht. Es scheint, dass wir alle getötet haben. So, noch mehr Würfel will ich nichts haben. Ohren sammeln wir natürlich ein. Blaubeeren, Speisen, Lagerbier, Zuckerpuppe. Regeneriert Vitalität. Warum sind die Ohren so verstreut? Seltsam. Ihr habt das Igni-Zeichen erlernt. Das Igni-Zeichen kann verwendet werden, um Gegnern Schaden zuzufügen und Feuer zu entzünden. Wählt ein Zeichen an der linken Bildschirmseite. Rechtsklickt auf das Ziel, um den Zauber zu wirken. Tipp: Wartet
Nee, wertet ein Zeichen auf, um es über weitere Distanz wirken zu können. Okay, wir können das jetzt quasi anklicken. Jetzt haben wir das ausgewählt und können eben Feuer wirken. So, wir haben noch eine alchemistische Zutat. Ja, machen wir das doch mal kurz. Cool. Wir brauchen eine Fackel. Wo kriege ich denn eine Fackel her? Habt ihr eine Fackel gesehen? Kann ich das wegstoßen? Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das nicht. Aber irgendwo muss das gehen. Irgendwo versperrt uns Schutt den Weg. Vielleicht ist es auch hier. Und wir können das hier mit dem A-Zeichen wegstoßen. Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Habe ich da einen Ghoul gesehen? Ja, tatsächlich. Dann muss ich das vielleicht wegstoßen können. Ah, ich muss noch ein bisschen warten. Ja, so viel Zeit muss sein, okay? Wir warten einfach mal, bis sich Garys Kraft auflädt. Oben rechts an der Karte sieht man eigentlich auch, dass es da weitergeht. Hier ist so ein schwarzer Strich, der zeigt, dass es da eben nicht weitergeht. Ich hoffe, das klappt jetzt. Komm, gib alles, Gary! Nein, nicht wirklich. Vielleicht später. So. Wir müssen zu dem Kerl zurück. Und ihm davon berichten, dass wir hier alles gesäubert haben. Aber normalerweise müsste das doch so klappen. So. Dann würde ich sagen, den Weg schleife ich euch auch nicht mit, sondern wir sehen uns wieder bei Mikul. Bis gleich! Wenn man das so schneidet, dann kann das wirklich sehr praktisch sein, oder? Wir sparen uns eine Menge Videomaterial. Lasst mich! Meine Werkstatt würde ich nicht für alle Schätze der Welt aufgeben! Oh doch, ihr werdet sie aufgeben, Alterchen. Sonst... Sonst was? Ein Hexer. Tötet ihn. Wohl kaum. Oh Gott, nicht schon wieder. Was wollt ihr von mir? Ihr gehört uns, Hexer. Ihr hättet die Salamandra in Ruhe lassen sollen. Diese Brücke wird euer Grab. Okay. Dann fange ich mit dir an. Wow, wow, wow. So, wir brauchen Magie. Wir stoßen alle zurück. Bam! Der erste ist down. Oh Gott, wie viele sind das denn überhaupt? Okay, die halten nicht viel aus. Aber der Magier, der macht mir auf jeden Fall Sorgen. Das ist natürlich der Haupttyp von denen. Mich würde es auch überraschen, wenn ich ihn killen kann. Der wird wahrscheinlich jetzt wegrennen. Habt Dank, Hexer. Ihr habt mich gerettet. Und mein Labor, meine Destillierkolben, meine Schätze. Jederzeit. Ich weiß nur zu gut, worauf sie aus sind. Um die gestohlenen Geheimnisse zu nutzen, brauchen sie Ausrüstung. Sonst sind die Mutagene der Hexer nutzlos. Fast hätten sie Kalkstein gehabt und seine Schätze. Fast hätten sie in Kaer Morhen Erfolg gehabt. Fast macht einen großen Unterschied. Wäre ich bei Wesemir und dem Furchtbringer geblieben, wäre ich heute vielleicht einer anderen Bedrohung begegnet. Sie kamen wegen mir. Ich habe vor einiger Zeit eine gewisse Entscheidung getroffen. Wenn ihr gewusst hättet, wie es ausgeht, hättet ihr anders gehandelt? Nein. 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 Es war die richtige Entscheidung. Und ich werde mich den Konsequenzen stellen. Das überrascht mich nicht. Ihr seht aus, als
würdet ihr nie zurückblicken. Besucht mein Geschäft in Visima, wenn ihr Zutaten für eure Tränke braucht. Ihr bekommt Rabatt. Lebt wohl. Oh, das ist ja nett. Ihr hättet dem alten Mann nicht helfen sollen. Der kommt wieder und will reden. Was faselt ihr da? Der alte Mann redet und redet. Davon kriege ich Kopfschmerzen. Nächstes Mal steinige ich ihn. Das möchte ich euch nicht raten. Er ist ein mächtiger Alchemist. Der Hauptmann sagte, lasst nur die mit Pässen durch. Ich weiß. Morgen schicken die mich zum Mühlentor. Dann stehe ich da. Wenn ihr einen Pass habt, dann schaut mal vorbei. Ich hab schon verstanden. Ich bin müde. So. Das wäre dann schon mal abgeschlossen, dann würde ich sagen. Was Mikul sagt, beziehungsweise ob wir jetzt mit den anderen beiden reden müssen. Das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann! Ich bin müde. Der Mickrige sollte es das nicht wert.